Shalom Aleichem. Guten Morgen. Starke Bruchim Aboim, täglichen Tanja, 2. Menachem Av. Das ist schon die Shiur von morgen vom Shabbat. Da kann man nicht aufnehmen, dann machen wir das schon heute. Das ist in Igeret HaTshuva. Wir haben gelernt, um volle Tshuva zu machen, braucht man Liebe zu Hashem erwecken. Und man braucht Torah lernen, Wohltätigkeit. Und jetzt geht das über dem Gebet. Wenn ein Mensch betet und davent zu Hashem, bekommt er Tshuva Ila'a. Sagen unsere Weisen in die Mishnah, man geht nicht beten, nur durch Demüt, Sanftmut, Unterdrücken, Niederwerfen. Das ist die Tshuvatata. So wie es steht geschrieben bei Chana, wenn sie betet, wie Himarat Nefesh, sie hat das nicht gebetet, weil ich habe verdient, ich verlange, ich erwarte. Nein. Niemand ist dir was schuldig, du bist schuldig. Du kannst nur mit richtigen Demüt und Sanftmut sagen, Hashem, gib mir. Deshalb steht geschrieben, man betet mit Simcha. Und deshalb, heute kann man nicht das Herz eine Minute traurig, eine Minute Feuer. Gibt der alte Rebbe, beginnt bei Nacht traurig zu sein. Oder mindestens einmal Lel Shishi, Donnerstag bei Nacht, wo man ein bisschen mehr betet. Und am Shabbat soll man mehr beten. Shabbat, sagt der alte Rebbe hier, wenn, es ist auch die Buchstaben Tashuv, Toshev Enoish. Weil die Shabbat kommt die Neshama und die Welt und die ganze Energie nach oben. Deshalb der Mensch bekommt am Shabbat doppelt Neshama, doppelt Seele. Und deshalb steht geschrieben, ich werde abwaschen wie eine Wolke deine Sünden. Weil in dem Moment, wo ein Mensch erweckt seine Liebe zu Hashem, kommt die Liebe auch zurück. Das heißt, wenn ein Mensch hat Möglichkeiten, einmal die Woche, vielleicht am Donnerstagabend, ein bisschen mehr zu denken und kalkulieren, wie war seine Woche. Nicht jetzt finanziell, nicht jetzt, sondern soll er gucken in die Applikation, wie viele Stunden hat er verschwendet diese Woche in Schmonzes. Also wir sagen, nächste Woche nicht mehr als 2 Stunden. Ich will mehr lernen, ich will mehr die Zeit kostbar nutzen und so weiter und so fort. Jeden Mensch weiß, wo er steckt und wie nicht. Psorotovot.